Als ersten Schritt schneidet ihr in eurem Velourband zwei Stücken ab ca. 55 bis 60 cm ab. Ihr nehmt jetzt das erste Band und legt es so hin. Und zwar schön im Bogen. Die Bänder versuchen nebeneinander auszurichten schon mal. Und dass der Bogen über den anderen endet. Jetzt nehmt ihr das zweite Band. Legt es erst einmal so hier rüber. Gibt es jetzt unter dieses Ende des Bandes über diese und jetzt fädelt ihr das Ganze unter der Schlaufe durch, über dem Band und unter der Schlaufe durch. Das Ganze können wir jetzt zusammenziehen und damit so eine Breze sucht, die Bänder schön gleichmäßig auszurichten, auch dass sie schön nebeneinander liegen. Und dann haben wir das Armband schon mal so weit. Als nächsten Schritt benötigt ihr die beiden Verbinder. Die biegt ihr euch am besten noch mal ein bisschen mit euren Zangen auf. Und gebt jetzt jeweils zwei Bänder in eine Seite der Verbinder. Das könnt ihr jetzt hier schön sehen. Und danach könnt ihr das Ganze schön wieder zusammenbiegen. Und das macht ihr jetzt auf der anderen Seite genauso. Habt ihr diese Verbinder jetzt nicht vorrätig, dann könnt ihr auch eine Großlochperle darüber ziehen, die recht straff sitzt, sodass der Knoten auf jeden Fall an Ort und Stelle bleibt. Jetzt nehmt ihr am besten ein Armband, was euch gut passt und benutzt es als Vorlage für die Länge. Ich gebe jetzt genauso wie bei diesem gut sitzenden Armband die Verschlüsse dahin, wo auch dort die Verschlüsse sind. Denn so kann ich sehr schön sehen, wo ich das Ganze abschneiden muss. Als nächstes nehme ich mir ein wenig Crepe und fixiere mir die Bänder an dieser Stelle. Jetzt schneide ich die Bänder in der Höhe ab, in der diese Verschlussklemme aufhört. Und das gleiche mache ich auf der anderen Seite natürlich genauso. Jetzt gebe ich ein wenig Strasssteinkleber oder aber auch Sekundenkleber hier in diese Klemmhülse. Hier auch noch ein bisschen auf die Bänder. Lege die Bänder jetzt in die Hülse ein und quetsche die Hülse zu. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite genauso. Das Ganze lässt ihr jetzt am besten 20 Minuten trocknen. Wenn ihr das Ganze verschenken möchtet, dann macht am besten ein Verlängerungskettchen mit dran, denn dann seid ihr variabel in der Länge. Das machen wir jetzt auch. Wir biegen den Ringel seitlich auf und hängen jetzt auf der einen Seite das Verlängerungskettchen an und auf der anderen Seite den Verschluss. Fertig.